Eine Stadt lebt nicht nur von Museen, Parks und Sportstätten. Eine Stadt lebt vor allem von attraktiven Events, die die Menschen anziehen und begeistern. Und von solchen Events gibt es in Duisburg das ganze Jahr über jede Menge. Großes kulturelles Glanzlicht im Frühjahr jeden Jahres sind seit 1977 die Duisburger Akzente. Ein rund dreiwöchiges spartenübergreifendes Festival mit einem kulturell oder kulturpolitisch aktuellen Thema. Die Bedeutung der Duisburger Tanztage ist längst über die Stadtgrenzen hinausgewachsen. Dieses Festival ermöglicht eine Teilnahme ohne Zugangsbeschränkung. Ob jung oder älter, Einsteiger oder erfahrener Tanzhase, hier beweisen Amateure ihr tänzerisches Können zu Musik aus allen Herren Ländern. Seit dem Jahr 2000 wird am Innenhafen die Drachenboot-Fun-Regatta veranstaltet. Am Namen ist bereits zu erkennen, dass es sich um eine Laienveranstaltung handelt. Allerdings entwickeln die Teams mit Namen wie Kesseldampfer, Wasserflitzer oder Hafenhaie jedes Jahr einen stetig wachsenden Ehrgeiz. Drei Tage Traumzeit-Festival im Landschaftspark Duisburg-Nord. Jedes Jahr bringen Stars aus dem Jazz und der Weltmusik ihre Kunst in den Duisburger Norden. Kind in Duisburg müsste man sein. Drei Wochen lang dreht sich beim Kinderkulturfestival am Innenhafen alles um Kinder. Sie können spannende Shows erleben, sich Geschichten anhören, neue Freunde finden und auch selbst kreativ arbeiten. Tausende von Läufern und Inlineskatern versammeln sich alljährlich zum Rhein-Ruhr-Marathon. Seit 1981 findet der Lauf statt. Damit ist der Duisburger Marathon der älteste City-Marathon Deutschlands. An drei Tagen im Sommer verwandelt sich beim Stadtfest die gesamte Innenstadt zu einer einzigartigen Bühne der Musikkultur. Rund 40 Gruppen und Solisten rollen zwischen Averdunkplatz und Münzstraße einen bunten Klangteppich aus. Jeden Sommer wird der Landschaftspark Duisburg-Nord zum Freiluftkino, das täglich bei Einbruch der Dunkelheit zu wahren Perlen des vergangenen Kinojahres einlädt. Seit vielen Jahren ist das Ruhrorter Hafenfest ein fester Bestandteil der kulturellen Szene der Stadt. Von nah und fern strömen Besucher an das Hafenbecken und verleben schöne Tage, gefüllt mit Musik, Kleinkunst und guter Gastronomie. Rund 240 Geschäfte, darunter zahlreiche Fahr- und Schaugeschäfte, verschaffen jährlich Ende August der Beker-Kirmes das Prädikat, größte Kirmes am Niederrhein zu sein. Sommerpause. Während Theater und andere Veranstaltungsorte schließen, findet die Ruhr-Triennale statt, die sich bis in den Herbst hineinzieht. Dutzende Produktionen mit über 100 Vorstellungen im Bereich Schauspiel, Musik, Tanz und Literatur werden in der Kulisse der alten Ruhrgebietsindustrie gezeigt. Das Festjahr wird in Duisburg vom Weihnachtsmarkt beschlossen. Riesenrad und Eislaufbahn unter freiem Himmel inmitten von 750 Weihnachtstannen bieten eine bunte Alternative zu Glühwein und Reibekuchen.